Von der Planung her würde ich jetzt Frau Manuela Rita bitten, einiges zu sagen unter dem Thema Vision für Europa. Also vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich heute Abend hier sprechen darf zu dem wunderschönen Titel Meine Vision für Europa. Das hat mich außerordentlich gefreut. Ganz kurz zu meiner Person. Also ich bin aus dem schönen Saarland, bin mittlerweile aber schon 12 Jahre in Brüssel. Ich war 5 Jahre im Europäischen Parlament tätig, dort als Büroleiterin und hatte mich immer um die Themen Umwelt, Verbraucherschutz, Gesundheit, Landwirtschaft gekümmert und Regionalförderung. Und dann hatte ich einen kurzen Abstecher nach Berlin gemacht. Also ich erzähle Ihnen jetzt praktisch nur so die letzten Jahre meines Lebens, von Anfang an, wo ich in Berlin war und im Bundesgesundheitsministerium, bin aber dann wieder zurück nach Brüssel gekehrt und arbeite dort seit 6 Jahren in der Landesvertretung des Saarlandes dort und bin dort EU-Referentin eben für die Themen, die ich vorhin schon genannt habe. Also ich bin meinen Themen treu geblieben, Umwelt, Landwirtschaft, Gesundheit, Regionalförderung und Energie. Ich bin absolut überzeugte Europäerin, lässt sich auch vielleicht durch meinen bikulturellen Hintergrund erklären. Ich bin italienisch-deutsch und also gleich schon in, mir wurden 2 Kulturkreise in die Wiege gelegt sozusagen. Und was mich an Brüssel besonders begeistert, ist, dass wir in Vielfalt geeint sind. Ob wir gut geeint sind oder nicht, das werden wir gleich anhand meines Vortrags so ein bisschen hören, was ich darüber denke. Aber meine Vision für Europa. Fangen wir erstmal damit an, was nicht meine Vision für Europa ist. Meine Vision für Europa ist nicht die Politik, die wir im Augenblick wiederfinden in den meisten Bereichen und insbesondere in den Bereichen, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist Landwirtschaft, das ist die Umweltpolitik, das ist der Verbraucherschutz, die Energiepolitik, also die sind meines Erachtens viel zu sehr von Konzerninteressen getrieben und es wird viel zu wenig auf den Bürger abgestellt, auf den Willen des Bürgers, auf den Willen aber auch zum Beispiel von Landwirten, die eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben möchten. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Denn ich nehme Bezug zur Landwirtschaft auch noch aus einem anderen Grund. Wir haben alle am Montag den Zustandsbericht gehört, den der Weltbiodiversitätsrat vorgelegt hat, wie es um unsere Arten aussieht. Mehr als 1 Million Arten sind momentan vom Aussterben bedroht. Das ist das größte, 6. Massensterben, so wird es mittlerweile bezeichnet, der Geschichte, nur mit einem großen Unterschied zu den letzten 5 Massensterben. Das 6. Massensterben ist vom Menschen gemacht. Und das ist das Dramatische dabei. Wir steuern also wirklich, wenn wir so weitermachen, ja, man muss es so dramatisch sagen, auf eine Katastrophe zu. Und ein Grund, weswegen es mit unseren Insekten, mit unseren Arten so schlecht aussieht, insbesondere in Europa, ist die EU-Agrarpolitik, wie sie im Augenblick geführt wird. Insbesondere mit den Subventionen, die einfach nur in die Fläche fließen und die zu wenig dazu beitragen, dass die Natur erhalten wird. Denn Fakt ist, durch die aktuelle Landwirtschaftspolitik wird unsere Lebensgrundlage zerstört. Unsere Landwirtschaftspolitik, so wie wir sie im Augenblick in Europa haben, ist insektenfeindlich, aber vor allen Dingen auch bauernfeindlich. Und das muss in aller Deutlichkeit so gesagt werden. Was ist es? Wir haben zu viel Chemie in unseren Böden, bedingt durch den ganzen Pestizideinsatz. Wir haben zu viel Gülle auf den Böden. Dadurch haben wir zu viel Nitrat im Grundwasser. Was wiederum uns teuer zu stehen kommt. Durch die Landwirtschaft haben wir ein massives Sterben oder viele Arten sind bedroht. Insbesondere Arten, die um die Landwirtschaftsfelder herum leben, wie Insekten oder wie Vögel, wie Feldhasen. Und ein anderer Aspekt ist auch eine Rolle. Unseren Bauern wird heutzutage durch die Subventionspolitik gesagt, ihr müsst weiter wachsen, ihr müsst immer größer werden, ihr müsst
für den Weltmarkt produzieren. Und das übt auf die Bauern einen enormen Druck aus. Wird ganz nach dem Motto gehandelt, wachse oder weiche. Das führt dazu, dass kleine bäuerliche Betriebe aufhören müssen, weil sie gegen diese Konkurrenz nicht ankommen. Und das hat mittlerweile dramatische Ausmaße angenommen. Die EU-Subventionspolitik, so wie sie jetzt ist und wie sie leider im EU-Agrarausschuss vor kurzem abgestimmt wurde, hindert die Landwirte daran, nachhaltig zu wirtschaften. Und das können wir so nicht mehr weitermachen. Es geht um unsere Lebensgrundlage. Damit die Bauern und wir bessere Produkte bekommen, eine gesunde Ernährung, die auch unserem Planeten gut tut, brauchen wir viel mehr ökologische Landwirtschaft. Das kann allein dadurch erreicht werden, dass die Subventionen, die enorm sind, das sind 5 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland, dass die den Bauern zugutekommen, ja, aber sie sollen dafür Umweltleistungen erbringen. Wir haben sehr viel Geld in der EU-Agrarpolitik, das uns zur Verfügung steht. Wir sprechen von 365 Milliarden Euro für 7 Millionen Landwirte. Wir müssen mit dem Geld, das in der ersten Säule ist, ich möchte jetzt nicht zu spezifisch gehen, aber es gibt die erste Säule, die eben für Direktzahlung ist, das heißt, man kriegt Geld direkt für die Fläche, ohne nachweisen zu müssen, dass man etwas für die nachhaltige Bewirtschaftung gemacht hat. Und dann gibt es noch die zweite Säule, auf die ich auch gleich zu sprechen komme. Wir müssen mit dem Geld der ersten Säule, wo das meiste Geld drin ist, den Bauern das zur Verfügung stellen, dass sie von konventionellem Anbau rüberkommen zu Ökolandbau. Und wenn wir schon ein Zwei-Säulen-System aufrechterhalten müssen, muss in der zweiten Säule viel mehr Geld zur Verfügung stehen für eine nachhaltige Bewirtschaftung, was heutzutage nicht der Fall ist. Die Bürger möchten einen Kurswechsel. Sie können sich bestimmt alle noch daran erinnern, wie im Februar bei Wind, Kälte, Regen die Menschen an Rathäusern anstanden, um in Bayern unterschreiben zu gehen. Sie wollten für einen besseren Umwelt- und Naturschutz unterschreiben. Und ich spreche hier von unserem Volksbegehren Artenvielfalt, das die ÖDP initiiert hat und das dazu geführt hat, dass ein Herr Söder plötzlich über Naturschutz und Umweltschutz spricht, was man früher nicht so für möglich gehalten hätte. Aber dank des von uns initiierten Volksbegehrens, wo 1,8 Millionen Menschen gesagt haben, wir möchten die Politik, wie sie im Augenblick ist, ändern. Wir möchten hin zu mehr Naturschutz, für mehr Heimatschutz. Der hat dazu geführt, dass wir jetzt eines der modernsten Artenschutzgesetze in ganz fast schon Europa haben. Und diesen Erfolg des Volksbegehrens Artenvielfalt, der deswegen zustande gekommen ist, weil wir eine verfehlte Politik haben, die nur durch den Bürger korrigiert werden konnte, dieses Volksbegehren Artenvielfalt möchten wir jetzt auch nach Europa tragen. Wir haben die Europäische Bürgerinitiative Rettet die Bienen gegründet. Wir warten auf das Go der Kommission, das Ende des Monats erfolgen sollte, also Ende Mai. Und damit möchten wir erreichen, dass wir einen besseren Artenschutz in ganz Europa haben. Denn nur wenn wir in ganz Europa das machen, können wir auch wirklich eine Verbesserung des Zustandes der Insekten, aber auch der Bauern in Europa herbeiführen. Und damit wäre ich bei meiner ersten Vision, wenn man so haben will, für Europa, nämlich eine echte Agrarwende. Und zu einer echten Agrarwende gehört aber auch der Verbraucher. Ohne den Verbraucher bekommen wir das nicht hin. Und ich setze auf den informierten Verbraucher. Wir müssen dem Verbraucher die Möglichkeit geben, sich nachhaltig zu leben, sagen wir es mal so. Er muss es mit einem Blick auch klar erkennen können, wie er zu handeln hat. Klimaschutz darf nicht mehr was Abstraktes sein, sondern es muss was ganz Konkretes werden. Da würde zum Beispiel schon mal helfen, wenn wir einen CO2-Abdruck auf Produkten haben, wo der Verbraucher sehen kann, oh, dieses Produkt, jetzt diese Trauben aus Chile, die haben aber wirklich sehr viel CO2. Vielleicht sollte ich doch lieber zu einem regionalen Produkt greifen.
Und ein anderes großes, großes Problem in unserer Gesellschaft ist die Massentierhaltung. Die Massentierhaltung hat zur Folge, dass es sehr, sehr schädlich fürs Klima ist, für unsere Böden. Ich habe eben schon die Gülle angesprochen, aber auch allein für die Tiere. Diese Qual kann doch heutzutage keiner mehr so mitmachen wollen. Und hier setzen wir auch auf ganz klare Kennzeichnung. Klaus Buchner und ich haben ein Siegel vorgelegt, ein einheitliches EU-Siegel. Und wir möchten nicht mehr diese Zersplitterung von 1000 verschiedenen Siegeln, wo keiner mehr durchblickt. Ein einheitliches EU-Siegel, wo klar erkennbar ist, wie diese Tiere gehalten wurden. Also, ich rede hier von einer bildlichen Darstellung der Haltungsformen. Dies bedeutet, auf einem Massentierhaltungsprodukt ist ein schönes Bild, wie Tiere in der Massentierhaltung gehalten werden. Konventionellen Haltung, ein Bild der konventionellen Haltung. Und dann haben wir noch die Biohaltung. Und darüber hinaus möchten wir ganz klar auf einen Blick erkennbar, dass in der Massentierhaltung Antibiotika präventiv eingesetzt werden, also Antibiotikaeinsatz, Totalherbizide und Gentechnik, was bei der konventionellen Haltung noch erlaubt ist und was man in der Biohaltung, ich rede hier von Prävention, nicht vorkommt. Damit kann der Verbraucher mit seiner Kaufentscheidung sich klar für eine bessere Welt einsetzen. Denn wir haben es bei den Zigaretten gesehen, Bilder wirken. Und nicht nur bei den Zigaretten, auch ganz bei den ganzen Plastikbergen, die wir im Augenblick haben. Seitdem wir diese Plastikberge kursieren, hören die Leute, schauen die Leute genauer hin, ob sie Mehrweg kaufen, ob sie Glas kaufen, ob sie Plastik kaufen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Bilder auch beim Fleischkonsum wirken würden. Denn würden wir die Hälfte des Fleischkonsums, die wir heutzutage zu uns nehmen, sagen wir mal 60 Kilogramm nimmt der Deutsche pro Jahr zu sich an Fleisch, wenn wir das nur um die Hälfte reduzieren würden, ich rede hier nicht von Verboten, ich sage nur etwas weniger essen, was für uns auch gesünder ist, weil dieses ganze rote Fleisch ist auch gar nicht gesund für uns. Wenn wir also die Hälfte essen würden und alle würden, die ganze Welt würde die Hälfte essen, dann könnten wir die gesamte Welt mit Bioprodukten ernähren. Also, ich setze auf den informierten Verbraucher. Das dritte ist meine Vision eines Europas, das mehr für den Verbraucher tut und auch hier nicht so auf Konzerninteressen schaut. Ich rede hier von zu viel Zucker in unseren Lebensmitteln, die wir nicht brauchen, die ganzen Transfette, die in den Produkten sind, die nachweislich zu Krebs führen, zu Entzündungen in unserem Körper, die man nicht braucht. Wir hatten das vor 10 Jahren nicht. Warum muss das jetzt heutzutage drin sein? Weil die Industrie so viel Geld damit verdient. Wir reden von Plastik. Recycling ist ein großes Problem bei Plastik. Aber vielen ist nicht bewusst, wie viel Gifte in Plastik stecken. Weil das ist nicht sichtbar. Das nimmt man so zu sich. Und es steht auch nicht schön auf der Verpackung drauf. In Plastik ist zum Beispiel Weichmacher Bisphenol A. Das ist ein Umweltgift, das wird von BASF in Deutschland sehr viel produziert. Das würde vielleicht auch erklären, warum eine Landwirtschaftsministerin nicht für ein sofortiges Verbot ist, obwohl das gerade auf EU-Ebene diskutiert wird. Diese Umweltgifte, Disruptoren, endokrine Disruptoren heißen die, sofort zu verbieten. Hier spielt auch wieder Deutschland auf Zeit. Nein, wir brauchen weitere Studien. Obwohl schon erwiesen ist, dass solche Gifte bei Kindern dazu führen, dass der Zahnschmelz sich nicht mehr bildet. Das heißt, Zähne brechen weg wie Kreide. Das ist vielen nicht bewusst. Und Zahnärzte sprechen schon von der nächsten Volkskrankheit. Ich möchte in Europa für strengere Grenzwerte kämpfen, damit wir erst gar nicht zu solchen Niveaus kommen, dass sowas in unseren Produkten drin ist, weil Weichmacher finden wir auch in unseren Lebensmittelverpackungen. Es ist immer noch in Kinderspielzeug enthalten, also es ist wirklich in sehr, sehr sensiblen Bereichen drin, die direkten Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Strengere Grenzwerte und wenn das nicht möglich ist, auch hier eine direkte Kennzeichnung. Zum Beispiel Plastik in Duschgels. Wir wissen gar nicht, wie viel Plastik in unseren gesamten Kosmetikern drin ist. Warum kann man nicht kennzeichnen, Plastik enthalten? Man muss ja nicht immer ein Chemiker sein, um sich das hinten alles durchzulesen. Plastik enthalten, das heißt, der Verbraucher sieht auf einen Blick, okay, mit diesem Produkt
gefährde ich meine Gesundheit und ich gefährde aber auch das Grundwasser. Und das muss doch den Leuten bewusst sein. Auch dafür möchte ich mich einsetzen. Schließlich kommen wir zu einem nächsten Thema und das ist die Energiewende. Sagen wir es mal so, Schüler demonstrieren für den Klimaschutz, aber wir von der ÖDP haben dieses Thema schon seit sehr, sehr, sehr langem auf der Agenda und kämpfen immer wieder dafür. Auch hier gibt es einfache Mittel, um direkt etwas zu erreichen und möglichst schnell auch etwas zu erreichen. Reden wir im Augenblick von der CO2-Steuer, die so in der Diskussion war. Gestern Abend haben sich die zwei Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten im Fernsehen auch über diese Steuer unterhalten. Herr Timmermans hat gesagt, wir brauchen diese Steuer. Herr Weber hat schon wieder abgewogen und hat gesagt, nein, sie darf nicht auf den Verbraucher abgewälzt werden. Wenn ich Herr Timmermans gefragt hätte, hätte ich gesagt, warum muss sie sich auf den Verbraucher auswirken? Wir haben genug Beispiele, dass es nicht so ist. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es die Klimadividende. Das führt dazu, dass wir eine CO2-Steuer haben, aber der Verbraucher wird damit nicht belastet, sondern es geht am Ende des Jahres alles an ihn zurück. Und das Zweite ist, in Schweden funktioniert die Klimasteuer auch wunderbar. Machen wir uns klar, was Klimasteuer heißt. Das heißt, wir würden dadurch schneller von fossilen Energien wegkommen und hin zu erneuerbaren Energien, weil Unternehmen dazu gezwungen werden würden. Und in Schweden funktioniert das insbesondere so gut, weil wir keine starke fossile Klimalobby haben. Das habe ich heute wunderbar so schön im Deutschlandfunk gehört. Also das sind noch nicht mal meine Worte, sondern das ist allgemein so anerkannt. Und deswegen sollte hier viel ehrlicher über das Thema gesprochen werden und das vermisse ich bei den meisten Fällen. Schließlich gehört zur Energiewende auch ein bestimmter Energieträger und das ist der Wasserstoff. Der Wasserstoff ermöglicht uns in vielen Bereichen, sei es im Verkehrsbereich, sei es aber auch in der energieintensiven Industrie, CO2-frei zu produzieren. Ich möchte das Thema jetzt Wasserstoff nicht allzu sehr vertiefen, weil wir gleich jetzt noch einen Vortrag dazu hören werden. Und ich komme jetzt auch zum Schluss, weil ich glaube, schon lange genug geredet habe. Aber also hier ist noch viel zu tun. Und noch eine Vision für Europa möchte ich mitgeben. Ich würde mir wünschen, weil ich am Anfang davon gesprochen habe, dass meines Erachtens wir zu viel Konzernspenden und zu viel Konzerninteressen in Europa haben. Ich würde mir wünschen, dass alle Parteien keine Konzernspenden mehr annehmen dürfen. Denn das würde meines Erachtens viel im Umweltbereich, im Klimaschutzbereich bewirken. Und die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, ist die einzige Partei hier, die keine Konzernspenden annimmt. Damit können wir bedingungslos unsere Themen durchsetzen. Und ich finde, damit sind wir eine echte Alternative bei dieser Europawahl. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.